Und Nico jetzt gegen Jacobs. Geht innen rein und zieht auf Rand vorbei. Starkes Überholmanöver. Stark. Absolut. Ich dachte gerade, er war. Oh, Leo an Nico! Leo gegen Nico! Leo gegen Nico, ich bin perfekt drauf gekommen, setz dich da innen rein. Die beiden sind gerade schön am Walten hier. Ich glaube, jetzt hat Leo auch genug vom Abwarten. Weil er merkt, dass Danny immer näher dran kommt. Und ich glaube, Nico bremst diesen McLaren von Leo gerade ein bisschen aus, wenn ich das mal so sagen darf. Außenrum versucht Leo jetzt. Oh, Alter, dann das ist auch... später bremsen. Ja. Ja. Fair den Platz. Oh, side by side. Auch stark verteidigt von Nico, aber auch stark von Leo, der ihn da deutlich unter Druck setzt. Jacobs gegen Fastmann, da müssen wir einmal drauf bleiben. Ich sehe vorne Leo gegen Nico, noch kein Thema. Ja, Jacobs jetzt gerade hier an Fastmann ran vorbei und Skadi geht auch noch dran vorbei. Ey, bin jetzt, guck dir das mal an. Skadi auch noch dran vorbei. Alter, schönes Überholmanöver. Sau stark von den beiden Jungs. Ja, aber mega, mega stark. Ah, Safety Car ist da. Aber richtig spät. Ja, aber ehrlich, richtig spät. So, ich hoffe jetzt, dass sich das Ganze nicht zu krass ausschaut. Da hat die FIA mal wieder ein bisschen gepennt. Ja, und Jacobs hat jetzt auch Probleme. Der kann die Reifen auch nicht wirklich warm machen. Oh, oh, da gehen so viele in die Box, weil sie alle gedacht haben, der hat schon Gas gegeben. Oh, Leo und Danny. Nico hat im Moment die besten Karten. Die haben sich alle den Flügelschaden gerade geholt, weil sie alle aufgefahren sind. Ei. Leo geht in die Box? Bei Leo wird der Flügel nicht gewechselt. Ja, jetzt ist das Drama aber komplett da. Output in einer Spitzkehre, das ist alles. Switchback von Waiter! Switchback von Waiter, wollte ich auch gerade sagen. Corona ist auch dran. Da könnte jetzt auch der Zeichen gehen, der klebt ihn da für mich am Diffusor. Ich bleib jetzt hier auch drauf. Ich glaube, das könnte ein ganz spannendes Duell jetzt werden hier. Waiter mit der Switchback, Corona zieht raus. Deutlich schneller unterwegs. Ja, ich wollte gerade sagen, war deutlich schneller. Ein Unterschied von fast 15 Grad. Badbob gegen Krona, Waiter voll mit der Switchback und jetzt Krona gegen Badbob. Badbob ist Sieger. Oh, beide gehen White. Das ist hier noch nicht vorbei. Krona wieder vorne.